Naja, doch. Sie haben ja Das gerade würde ich doch sogar, gar Sie nicht, haben ja das gerade würde ich doch sogar. gar nicht Ihre, das würde ich doch gar nicht Ihre Daten bekommen. Ich würde gar Also nicht Ihren gerade haben Namen Sie und mir noch Vornamen gesagt, Sie bekommen, melden mich Ihre jetzt an. Telefonnummer und Ihre E-Mail. Verstehen Sie? Ja, aber Sie Ich habe dürfen Ihre mich deswegen Anmeldung nicht bekommen. anrufen, nur weil Sie meine Daten haben. Hallo, meine Lieben, ich grüße euch. Ihr habt es ja bereits gehört. Heute konfrontiere ich mal wieder jemanden etwas eindringlicher mit der Frage, woher denn meine Daten stammen. In diesem Gespräch habe ich auch wieder zwei Personen aus diesem Callcenter an der Strippe gehabt. Sind allerdings beide wieder nicht die hellsten. Viel Spaß mit dem Anruf. Ich bin Natalia, ich rufe Sie vom Marktplatzhandel Fußballmann. Erinnern Sie? Ich habe einen neuen angemeldet. Okay. Aber nicht aktiviert Ihr Konto. Haben Sie irgendwelche Fragen? Oder was ist was? Was für Fragen denn? Ich muss schon sagen, dass die Anrufe in letzter Zeit auch immer primitiver werden. Die Betrüger rufen einen an und sagen oft direkt, Sie haben sich angemeldet, Ihr Konto ist noch nicht aktiv, haben Sie irgendwelche Fragen? Ich weiß wirklich nicht, was die Abzocker damit erreichen wollen. Wenn man so ein Gespräch beginnt, ist man doch eher maximal verwirrt. Aber vielleicht soll das so sein. Ich weiß es wirklich nicht. Verstehen Sie, wie alles funktioniert bei uns? Es geht um zusätzliche passives Einkommen Okay. von Trading. Sie haben keine Erfahrung, Nee, gar richtig? nicht, genau. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die erste ist Bot-System. Es braucht keine Zeit. Es läuft selbstständig und bringt bis 30% Profit pro Monat. Und zweite Option ist unser Analytiker. Er ruft Sie an zweimal per Tag und arbeitet mit Ihnen. Okay, und wie viel Prozent Es bringt der? mehr als 30%, es kann sein Ja, aber wozu 50, brauche ich ja denn? 40, also es hängt von Neues. Ja, aber wozu brauche ich denn den Menschen, wenn die Maschine auch 30% macht? Nein, mit Bot-System, Sie verdienen bis 30, mit Analytiker mehr als 30%. Das ist natürlich wie immer absoluter Quatsch. Gut, in anderen Telefongesprächen hatten wir ja auch schon eine Gewinnchance von über 80%, die man garantiert hat. Aber sie kann mir doch nicht ernsthaft bis zu 30% Gewinne garantieren, wenn ich diesen Bot benutze. Und garantiert über 30%, wenn ich es mit einem Menschen mache. Das ist absoluter Quatsch. Das kann einfach nicht sein. Und woher will sie das wissen? Der Markt ändert sich jeden Tag und solche Versprechungen sind einfach nur Quatsch. Aber es wird noch interessanter. Ach so, Also es dann brauche ich ja die kann, Maschine nicht, dann ist die ja Quatsch. ja, Ja. in diesem Fall brauchen Sie keine Maschine. Ja. Und in welchem Fall Also bräuchte man könnte, eine? noch einmal bitte. Und in welchem Fall bräuchte man eine Maschine? Von Ihrer Einzahlung. Also Sie aktivieren Ihr Handelskonto. Sie brauchen Einzahlung machen, damit Aktiven kaufen und verkaufen. Tja, und hier geht der Blödsinn dann auch schon weiter. Ich habe Sie gefragt, wo jetzt der Unterschied liegt. Ich meine, wozu brauche ich dann die Maschine, wenn der Mensch dann da sowieso besser ist? Und da meinte sie nur, dass in meinem Fall wäre das anders und ja, und in welchem Fall ist es nun so, dass die Maschine besser ist? Also das habe ich immer noch nicht verstanden. Nee, nicht Also, wirklich. es braucht eine Investition, damit Ihr Handelskonto aktiv werde, brauchen Sie Einzahlung machen. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Außerdem geben wir für unsere neuen Kunden 50% von Einzahlung Bonus.
Also sie werden auf ihrem Handelskonto 375 haben. Verstehen Sie? Okay. Ja, und wir geben eine Versicherung. Mit dieser Versicherung werden Sie in 2 Monaten Ihre Einzahlung verdoppeln. Also es läuft ohne Minus. Okay. Mit dieser Versicherung. Also die Geschichte, die mir hier aufgetischt wird, wird immer haaresträubender. Sie erzählt mir jetzt hier wirklich, wenn ich jetzt einzahle, die beispielsweise 250 Euro, dann garantiert sie mir, dass ich in 2 Monaten 100% Gewinn damit eben erwirtschafte. Was für ein absoluter Blödsinn. Also Trading ist hochspekulativ und die Chancen stehen nicht schlecht, dass man die Kohle sofort komplett los ist. Und das, also 100% Gewinn, das, ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn dann würde ich ja nur noch mein Geld dahin tragen, wenn ich 100% Gewinn bekomme. Verdoppel ich ja meine Kohle. Und das, was ich dann drauf habe, verdoppel ich ja dann wieder. Aber es wird auch noch interessanter. Denn der Kollege widerlegt alles, was sie eigentlich gerade gesagt hat. Verstehen. Welche Fragen haben Sie noch? Fragen Sie mir. Ja, aber ich sag mal 100, weil das, wenn ich meine Einzahlung verdoppelt, dann sind das ja nicht 30%, dann sind das ja 100% Gewinn. Ja, ja. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt dahin? Wir geben diese Versicherung, damit Sie verdoppeln Ihre Einzahlung. Aha. Und warum hat es mir denn gerade eben erzählt, dass ich garantiert mit einem Experten über 30% Gewinn machen werde? Und jetzt sind wir schon bei 100%. Also da stimmt auf jeden Fall vorn und hinten irgendwas nicht. Und der Betrug, der ist hier ganz, ganz klar. Also dümmer geht's eigentlich nicht. Ja, man fragt sich natürlich immer, wer fällt auf sowas drauf rein? Aber es gibt halt leider Leute und auch Situationen bei den Menschen, dass man eben dringend Geld braucht. Und wenn man von diesen Abzockmaschen noch nichts gehört hat, kann es ja vielleicht auch interessant klingen. Ich meine, jeder ist auf einem anderen Level und jeder denkt eben auch anders. Und wenn man noch nie was mit Abzocke zu tun hat und das erste Mal kommt so ein Anruf, dann ist es vielleicht möglich, dass der eine oder andere da tatsächlich Geld einzahlt. Ich meine, sonst würden sich diese Callcenter ja gar nicht rentieren. Und dann würde es so eine Abzocke auch gar nicht geben. Nur für 2 Wochen. Also es ist... um Sie schneller Ihre Einzahlung zurückkehren können. Interessant ist, dass sie bei ihrer eigenen Erklärung eigentlich nur am Stottern und Zögern ist und selber so gar nicht richtig weiß, was sie sagen soll. Also extrem mysteriös das Ganze. Sie verspricht mir hier irgendwas mit horrenden Gewinne. Und ist eigentlich nur am Stottern die ganze Zeit und überhaupt gar nicht auf Fragen vorbereitet, obwohl sie ja angerufen hat, um mir zu helfen und Fragen zu beantworten. Und das kann sie dann auf einmal gar nicht. Also, was ist jetzt nochmal genau der Grund ihres Anrufs? Verstehen, ja. Naja, eigentlich nicht so richtig. Also, ich kann Ihnen mit unseren Analytiker verbinden, vielleicht. Ja, genau. Okay, warten auf der Linie. Ja. Sekunde, bitte. Ich warte auf der Linie. Ja, also nochmal. Sie ruft mich an, weil sie mir bei irgendwelchen Fragen helfen wollte, die ich selbst bis gerade eben noch nicht mal wusste und kann mir dann eigentlich keine einzige Frage so wirklich beantworten, ist nur am Rumeiern und am Rumstottern. Und jetzt holt sie den Kollegen, der, ja, nicht wirklich viel intelligenter ist. Zumindest spricht er schon mal besser Deutsch. Ist ja schon mal ein kleiner Anfang. Ist auch selten in diesen Callcentern. Tja, aber da vermute ich tatsächlich, der muss deutsche Wurzeln haben. Ja, hallo? Ja. Guten Tag, Herr Steiner. Mein Name ist Marcel Richter. Ich bin der Vorgesetzte von Frau Kim. Mhm. Können Sie mir vielleicht kurz aufklären, wo Sie stehen geblieben sind mit der netten Frau? Gerade war ich auf Toilette. Bitte? Gerade war ich auf Toilette. Jetzt bin ich wieder im Büro. Okay, gut. Jetzt meine Frage. Wollen Sie bei uns anfangen? Weiß ich noch nicht so richtig, weil... ich weiß nicht mehr als vorher. Okay.
Na, Sie haben sich vor ein paar Wochen auf unserer Handelsplattform angemeldet. Ja. Ja, und das stimmt tatsächlich auch wieder nicht. Also ich habe mich bei deren Plattformen überhaupt nicht angemeldet. Ist eine gute Frage, wie die an meine Daten kommen. Also ich kenne die Seite nicht. Ich muss dazu sagen, ich speichere tatsächlich jede Seite mit den Daten, die ich dort eingetragen habe, hinterlege ich mir und liste das alles auf, damit ich das eben auch nachvollziehen kann, wo eigentlich meine Daten so hingehen. Und dort habe ich mich zumindest nicht selbst eingetragen. Ist wieder sehr interessant. Und wie heißt die Handelsplattform? Maxi Plus. So, warten Sie mal, ich mach mir das mal auf. Ein Computer braucht noch einen kleinen Moment. So. Okay. Herr Steiner? Ja, ich bin noch dran, das braucht ja gerade so einen Moment. Ja. Darf ich mal fragen, haben Sie verstanden überhaupt, wie alles bei uns funktioniert? Hab ich wirklich nicht. Aber die Tante hat doch nicht wirklich irgendwas Sinnvolles von sich gegeben. Okay, also, wir sind eine Online-Trading-Plattform. Wir bieten den Kunden eine Möglichkeit, sich ein Zusatzeinkommen auf den Finanzmarktmärkten zu schaffen. Zum Beispiel mit Hilfe von Kryptowährungen, mit Hilfe von Aktien von Unternehmen, mit Wechselkurspaaren. Also wir haben alles Mögliche. Ressourcenmarkt. Ich meine, man muss sich ja auch nur eine ganz wichtige Frage stellen. Warum bietet mir der Typ das dann überhaupt an? Wenn die ein tolles System haben, womit die ja 30 bis meinetwegen 100% Gewinne erwirtschaften können, warum gehen die damit hausieren? Wozu brauchen die eigentlich mein Geld noch? Also, ich meine, die können doch ohne mich reich werden. Die brauchen doch da bloß 1 Euro rein investieren und wenn sich das ständig verdoppelt, reicht doch das aus. Also, ja, weiß ich nicht. Wozu muss man ein ganzes Callcenter bezahlen und, ja, wozu muss ich da jetzt noch Geld einzahlen? Ganz ehrlich, versetzt euch mal in die Lage, wenn ihr jetzt ein Programm habt, womit ihr so viel Kohle scheffeln könnt, verteilt ihr das dann? Ich glaube weniger. Weil den Gewinn, den ich für mich alleine einstreichen kann, der ist doch viel geiler als die paar Prozent, die ich vielleicht mit einem Kunden machen könnte dann in dem Fall. Also total unlogisch das Ganze eigentlich. Schon von der Grundsubstanz her. Und dazu geben wir unseren Kunden 2 große Optionen. Einmal das sogenannte Bot-System. Ja, aber da hat ja die Frau gesagt, das ist schlecht, weil da verdient man ja nicht mehr als 30%. Ja, das ist aber, sag ich mal, für die Kunden gedacht, die, sag ich mal, viel arbeiten müssen und nicht wenig Zeit haben. Da kann man das Bot-System laufen lassen. Wenn sie dann aber 1 oder 2 Stunden Zeit in der Woche finden, um mit dem Finanzexperten alles zu besprechen, können Sie natürlich viel mehr verdienen. Ah ja, also er meint, wenn man nicht viel Zeit hat, dann könnte man das Bot-System nehmen. Wenn man aber Zeit hat, so 1 bis 2 Stunden, dann könnte man das mit einem Finanzexperten machen. Also was für ein Blödsinn. Ich meine, wer hat nicht 1 bis 2 Stunden Zeit, wenn man dabei richtig viel Geld verdienen kann? Ich meine, dann kann ich doch meinen Job wegschmeißen, brauche ich doch denn nicht mehr. Dann kann ich doch meine ganze Zeit da reinstecken, wenn ich so viel Gewinne damit mache. Also alles total unlogisch und ergibt überhaupt gar keinen Sinn, wenn man darüber genau nachdenkt. Das Problem ist halt, am Telefon hat man gar nicht so wirklich die Zeit, darüber genau nachzudenken. Und die Fragen kommen einem immer hinterher. Und wenn man am Telefon selbst ist, dann hat man halt nicht den Vorzug, wie wir hier, dass wir uns das Ganze nochmal in Ruhe anhören können, eventuell pausieren und darüber nachdenken, was da gerade gesagt wurde. Das geht am Telefon halt eben nicht. Und es gibt halt sehr impulsive Menschen, die wahrscheinlich dann da erstmal Kohle einzahlen werden. Denn sonst würde sich das Ganze nicht lohnen. Ja, da hat sie ja gesagt, auf jeden Fall immer über 30%. Aber dann war sie irgendwie ein bisschen komisch, weil sie meinte, ich verdiene dann aber in den ersten 2 Wochen 100%. Okay, dann hat sie aber was falsch erzählt. So hat sie das gesagt. Ja, hat sie gesagt, das ist eine Versicherung. Also wir können eine Versicherung ausstellen, das stimmt. Aber sie werden nicht 100% in den ersten 2 Wochen verdienen. Das ist Quatsch. Ja, also, was denn nun? Ich meine, sind die sich mit ihrem Skript selbst nicht einig, wie viel man da jetzt verdient? Also, was soll denn das? Ich meine, ich habe gerade 100% versprochen bekommen am Anfang. Und auf jeden Fall, also erst sagte sie 2 Monate, dann wohl nur 2 Wochen. Aber ist ja auch letztendlich egal, die hat mir 100% versprochen. Und
Ja, wo sind die nun? Ich meine, jetzt auf einmal nicht mehr. Da muss man sich schon einig sein, wenn man die Leute abzockt, was man da am Telefon so sagt. Aber ich weiß ja nicht, wie die Schulungen da bei denen aufgebaut sind, ob sich jeder eine eigene Geschichte um das ganze Konzept malen kann. Sehr unseriös. Hat sie gesagt. Okay. Okay, nee, also Sie können natürlich monatlich immer so mit dem Bot-System bis 35% aufwärts rechnen. Mit dem Finanzexperten ab 35 aufwärts, je nachdem, was Sie nutzen. Okay. Tja, aber auch selbst bei seinen Gewinnversprechungen ist das alles nur Blödsinn. Also ab 30 und bis 30 und wie will der mir das bitteschön versprechen auf einem Finanzmarkt, der sich jeden Tag komplett ändert? Also mal ehrlich. Und warum ist da der Mensch besser als die Maschine? Ist doch sonst immer umgekehrt. Die Maschine, wie soll ich Ihnen das erklären? Das ist ein Algorithmus. Der sucht zwar nach den richtigen Signalen, um einen Profit zu machen. Ja. So, er kann aber nicht die Ereignisse auf dem Finanzmarkt vorhersehen. So, zum Beispiel, jetzt hatten wir am 13. September die große Konferenz von Apple. Da wurde preisgegeben, wann das neue Apple iPhone 13 rauskommt. Hier sagt er tatsächlich mal halbwegs was Sinnvolles. Der Mensch, der kann sich halt im Fernsehen oder im Internet irgendwelche Konferenzen angucken und darauf schließen, wie sich ein bestimmter Markt eben entwickelt. Wie zum Beispiel jetzt hier die Aktien von Apple. Wenn da was Neues vorgestellt wird, dann gibt es da natürlich auch wieder Menschen, die sich die Aktien kaufen werden. Soweit ist das alles richtig. Die Maschine funktioniert hier in der Regel ein bisschen anders. Meistens spricht man hier vom MetaTrader 5. Das ist nichts anderes als ein Programm, das man sich kaufen kann, womit man sich direkt mit dem Programm bei einem ausgewählten Broker, also bei so einer Webseite, es gibt ja auch legale Webseiten, wo man sich direkt mit dem Programm darauf anmelden kann und man muss die Seite nicht besuchen. Und dann kann man direkt in diesem Programm handeln. Das gibt's für einen Computer, das gibt's fürs Handy. Das macht da keinen Unterschied. Und dieses Programm, das achtet auf Signale. Wenn jetzt zum Beispiel der Markt irgendwo abfällt und die Kurse gehen runter, dann kann man sich dort automatische Grenzwerte einrichten. Das heißt, wenn dieser Grenzwert unterschritten wird, dann verkauft das Programm sofort alles ganz schnell, was da eben drin ist in diesem Paket, um eben keine Verluste damit zu machen. Ne? Also ich denke mal, das Prinzip ist klar. Solche Programme gibt es tatsächlich. Allerdings, naja, ich glaube nicht, dass die Betrüger Geld in solche Programme investieren werden und werden die den Programm oder werden die an die Kunden verschenken, dass man damit dann Gewinne macht. Also völliger Blödsinn. Und man muss immer noch ganz viel Ahnung vom Markt haben, denn auch dieses Programm schützt einen einfach nicht davor, dass man seine ganze Kohle nachher los ist. Weil letztendlich das Programm achtet ja immer darauf, wenn der Kurs fällt. Fällt der Kurs aber gleich am Anfang, ist die Kohle auch gleich am Anfang weg. Dann habe ich ja noch gar keinen Gewinn mit der Kohle gemacht. Also, tja, das Problem ist, man kann oder man muss ganz viel Ahnung von diesen Finanzmärkten haben, um damit überhaupt Geld verdienen zu können. Wenn man da auf Blindflug reingeht, so wie das hier eben auch ist, dass man irgendwelche Menschen anruft, die gar keine Ahnung von sowas haben, und die setzen sich dann daran und sollen das bedienen oder eben auch nicht bedienen, selbst wenn da irgendjemand hilft. Es ist Blödsinn. Man hat da gar keine Ahnung von. Die Kohle ist weg. Selbst wenn man sich bei einer seriösen Plattform anmeldet und man hat keine Ahnung, ist die Kohle einfach weg. Da muss man wirklich Ahnung von der ganzen Materie haben, um da sein Geld nicht zu verlieren. So. An dem Tag sind die Aktien von Apple dann natürlich rasant in die Höhe gestiegen. Das kann die Maschine nicht sehen. So, das kann aber der Finanzexperte sehen, weil der analysiert den Finanzmarkt. Mhm. So, das ist der grobe Unterschied. Okay. So, jetzt habe ich endlich einen Browser auf. Wie war jetzt die Internetadresse? Maxi Plus. Können Sie mir das mal buchstabieren? Maxi, also M-A-X-I und dann Plus. .cc. CC. Mhm. Ist ja gleich ein Login. Haben Sie da auch irgendwie eine richtige Seite, wo ein paar Informationen draufstehen? Ja. Sagen Sie bitte, ich sehe gerade hier Ihre E-Mail. gerold.steiner@mdccfun.de. Mhm.
Ja, um die Situation hier nochmal klarzustellen, ich habe gerade gefragt, ob die auch eine richtige Webseite haben, wo man mal ein paar Informationen bekommt. So, das Einzige, was ich jetzt hier allerdings vor mir sehe, ist eine weiße Seite mit einem Login-Fenster. Also wenn ich die Domain, die hier genannt wurde, aufrufe, kommt nichts anderes als ein Login-Fenster und, naja gut, man kann sich auch registrieren, aber auf der Registrationsseite und auch auf der Login-Seite sind absolut keinerlei Informationen über diese Firma. Ich weiß nicht, was die Firma macht, ich weiß nicht, wo die Firma reguliert ist, ich weiß auch nicht, wo die Firma herkommt, ich weiß überhaupt nichts über diese Firma. Und wenn ich mich jetzt hier einlogge, das habe ich im Nachgang auch nochmal getan, ja, dann stehen da auch keine Informationen. Das heißt, ich soll jetzt tatsächlich mit einer Firma arbeiten, die mir absolut null Informationen über sich rausrückt. Ich bin einfach nur erst auf einer weißen Seite mit einem Login-Fenster, wo ich mich maximal noch registrieren könnte. Und wenn ich dann eingeloggt bin, also mich im Interface befinde, dann ist da nicht ein Stück mehr. Dann kann ich da Geld einzahlen, dann kann ich mein Profil noch bearbeiten und das war's. Da ist nichts. Da ist nichts mit Kurse zu sehen, das ist überhaupt gar nichts. Ich meine, so Trading-Seiten haben ja eigentlich auch Kursfenster und auch mal ein paar Informationen. Da ist nichts drauf. Null. Niente, nada. Gar nichts. Ist das Ihre E-Mail, ja? Ja, genau. Ich kann Ihnen gleich unsere Zugangsdaten denn per E-Mail zusenden. Da können Sie auf die Plattform schon mal raufgehen. Ja. Wir haben zwar ein Demokonto, da können Sie aber schon mal angucken, wie alles aussieht und wie alles bei uns aufgebaut ist. Ja, das ist ja das Witzige. Auf der Webseite ist nichts. Also, da frage ich mich auch, wie kann ich mich da bei der Webseite irgendwann mal registriert haben? Die kann man eigentlich auch gar nicht so richtig wirklich finden. Ich meine, es gibt zwar einen Google-Eintrag über die, über Trustpilot, aber naja, ihr könnt euch vorstellen, wie der aussieht. Und also, ich soll mich jetzt hier auf einer Webseite einloggen, wo ich danach eigentlich auch nichts machen kann, außer Geld einzahlen. Na gut, es gibt noch ein Kontaktfeld. Aber da stehen auch keine E-Mail-Adresse, da stehen keine Telefonnummern und die Rufnummer, mit die der Typ mich anruft, die kann ich auch nicht erreichen. Das heißt, ich soll jetzt hier ernsthaft auf einer Webseite Geld einzahlen zu einer Firma, wo von vornherein gar keine Kontaktdaten zu finden sind. Tja, ich denke mal, ihr wisst alle, was mit der Kohle passiert, wenn ich die da einzahle. Ja, aber aber habe ich mich über die Seite angemeldet, weil ich kann mich nicht an so eine weiße Seite erinnern? Sie haben höchstwahrscheinlich in letzter Zeit irgendeine Art Werbung angeklickt bei Facebook oder bei YouTube und es ging dann um Kryptowährungen oder Bitcoin oder anderen. Und dort haben Sie sich dann registriert und dann sind Sie bei uns gelandet in der Datenbank. Also was für ein Stuss. Ich soll bei Facebook oder bei YouTube auf irgendeine Werbung geklickt haben und bin deswegen bei denen in der Datenbank? Also, was ist das für ein Quatsch? Also, seltsam. Ich meine, ich vermute, ich weiß, wo der meine Daten her hat. Entweder von einer anderen Trading-Seite, die, ja, weiß ich nicht, die Daten weiterverkauft hat, oder eben bei dem Gewinnspiel, wo ich mich registriert habe. Eins von den beiden kann es eigentlich nur sein. Und da haben die meine Daten einfach kopiert und dort eingetragen. Mehr ist es nicht. Also ich habe die Seite selbst vorher noch nie gesehen. Die existiert einfach in meiner Liste nicht. Aber gut, jetzt existiert sie schon. Das verstehe ich nicht. Wie geht denn das? Na, indem Sie sich dort anmelden. Sie haben höchstwahrscheinlich, wie gesagt, benutzen doch bestimmt Facebook oder YouTube oder Instagram. Ja, also klar, ich meine, wer nicht, aber was soll das? Deswegen bin ich doch nicht auf so einer Seite registriert. Was ein Bullshit. Ich meine, dazu kommt ja noch, er muss mir ja auch genau sagen können, woher meine Daten kommen. Ob ich die dort selbst manuell eingetragen habe oder über welche Webseite oder über welches Gewinnspiel oder aus welchem Pool meine Daten überhaupt gekommen sind. Ich meine, dazu ist er gesetzlich verpflichtet, wenn der mich anruft. Der muss mir sagen können, wie dieser Anruf zustande kommt. Also auf welcher Rechtsgrundlage dieser Anruf überhaupt legal ist. Aber das kann er nicht. Ist ja logisch. Ich meine, wir wissen ja auch, was es für eine Firma ist. Ja, aber deswegen bin ich da nicht auf einer anderen Seite dann automatisch angemeldet. Nein, aber Sie haben sich auf dieser Werbeanzeige angemeldet. So. Und Sie haben dort Ihre Daten hingelassen. Und Ihre Daten wurden dann an uns weitergegeben.
Ah ja, ich habe mich auf irgendeiner Seite angemeldet und die Daten wurden dann weitergegeben. Also krimineller geht's ja nicht. Ich meine, da gesteht ja hier gerade sogar, dass das ganze Betrug ist. Die Daten dürfen nicht einfach irgendwie weitergegeben werden. Er braucht dazu ein Double Opt-in, um mich anzurufen. Ja, und wo ist das nun? Also, bei mir ist keins gekommen. Ja, kann ja sein, aber wenn Sie sagen, ich bin da schon angemeldet. Ja. Mit einem Demokonto. Ja, das kann ich machen, das kann ich Ihnen gleich zusenden, das ist kein Problem. Tja, also komisch. Man ruft mich an, weil ich mich bei deren auf der Webseite registriert habe und ja, ob ich denn noch Fragen hätte. Und jetzt erzählt er mir, ich habe noch gar kein Konto und ich werde von ihm angemeldet. Und er trägt da meine Daten jetzt ein. Also, ich meine, das ist rechtlich nicht erlaubt. Das ist quasi Kaltakquise. So wie es im Buche steht. Kaltakquise bedeutet, man ruft die Leute an ohne Double Opt-in. Das heißt, ich habe nicht genehmigt, dass die mich anrufen dürfen. Man könnte man ja auch genehmigen, dann dürften sie auch anrufen. Aber in dem Fall ist das auf jeden Fall nicht so passiert. Und ja, dann kann ich mich dazu entscheiden, ob ich Kunde werden will. Aber der trägt mich jetzt hier einfach ein mit meinen Daten. Und die haben mich ja auch einfach angerufen mit meinen Daten. Und alles davon ist rechtlich nicht erlaubt. Naja. Machen Sie mal. Okay. Ja, haben Sie vielleicht noch weitere Fragen? Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja noch nicht eingeloggt. Da müsste ich ja erstmal reinkommen auf die Seite. Okay. Gut, dann werde ich gleich für Sie einen Account erstellen und Ihnen dann die Zugangsdaten denn per E-Mail zu senden. Gerade hatte ich doch schon einen Account. Ja, der ist zwar aber noch nicht aktiv. Ja genau, ich hatte schon einen Account, aber der ist noch nicht aktiv und deswegen muss er mir einen neuen Account machen oder was. Also, ich meine, dümmer geht's ja echt schon kaum noch. Aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die damit tatsächlich durchkommen, mit sowas Stumpfem. Aber vielleicht fragen die Leute dann auch gar nicht am Telefon und lassen es einfach über sich übergehen oder ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, jeder ist ja da anders und ja, schwer einzuschätzen. Aber auf jeden Fall ist die ganze Masche echt total stumpf, dumm und billiger geht's eigentlich auch kaum. Aha. Sekunde. Wollen wir es so machen? Ich werde gleich die ganzen Zugangsdaten Ihnen per E-Mail zusenden und dann würde ich mich dann nochmal bei Ihnen melden, okay? Ich würde sagen, ich arbeite nicht mit Betrügern zusammen. Wieso? Warum halten Sie uns für Betrüger? Weil Sie mir nur absoluten Bullshit erzählen, lauter Märchen, auf irgendwas von 30-100%, was niemals realistisch ist. Und dann der Scheiß mit der Werbung, das ist absoluter Bullshit. Ja, dann lassen wir nun die Bombe platzen und konfrontieren den Typen damit mal. Und naja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das Ganze ausgeht. Ich meine, Einsicht ist wie immer Fehlanzeige. Aber das Ganze geht hier tatsächlich auch noch ein, zwei Minütchen. Und mal gucken, was er sonst noch so dazu zu sagen hat. Ihr seid Betrüger und Abzocker, nichts anderes. Okay, und wie kommen Sie drauf? Ja, habe ich ja gerade erklärt. Nur weil ich Ihnen präsentiert habe, was Sie bei uns an Zahlen einen Gewinn machen möchten. Daran halten Sie fest, dass ich Betrüger bin. Na, erstmal das und dann haben Sie auch noch nicht mal die Berechtigung, mich anzurufen. Hä? Ja, nicht hä. Ich verstehe Sie nicht. Sie haben sich angemeldet. Also Sie würden gar glaube, nicht in der Datenbank landet, wenn Sie sich nicht angemeldet haben. Ja, hätten, also ich glaube, so begriffsstutzig wie Sie tun, sind Sie gar nicht. Ja, also, was denn nun? Ich habe mich jetzt doch wieder selbst angemeldet. Ich dachte, er stellt mir gerade ein Konto. Also, tja, ich glaube, da widerspricht er sich selbst jetzt gerade so ein bisschen. Ich meine, er hat ja der Kollegin schon widersprochen, widerspricht sich jetzt selbst. Und da soll ich jetzt tatsächlich Geld einzahlen? Na, ich glaube, es hackt. Sie wissen schon, dass Ihr Job kriminell ist, den Sie machen. Warum? Ja, nicht warum. Das müssten Sie mir ja eigentlich beantworten, warum Sie überhaupt so einen Job machen. Wollen Sie sich nicht mal was Anständiges suchen? Sie beschimpfen mich gerade und beschuldigen mich, dass ich kriminell bin. Sie können ja, das natürlich. Gar nicht Sie schicken mich auf eine weiße Login-Seite, wo gar keine Informationen von der Firma drauf sind. Krimineller geht's ja wohl überhaupt nicht mehr. Ich will Ihnen doch gleich die Zugangsdaten geben. Ja. Ich muss auch sehen können, wer dahinter steckt, ohne dass ich die Zugangsdaten habe. Und nicht erst, wenn ich mich da angemeldet habe.
meine, allein das sollte schon normaler Menschenverstand sein, dass ich mich erstmal über die Firma informiere, bevor ich da Geld einzahlen soll. Ich muss doch sehen, was ich mit der Firma überhaupt zu tun habe und was die Firma überhaupt macht. Und soll mich nicht einfach anmelden und Geld einzahlen und naja, auch mal gucken, was passiert. Ich meine, was soll denn das? So, das verstehe ich nicht. Sie haben sich doch angemeldet. Verstehen Sie das nicht? Naja, doch. Sie haben mir gerade sogar. Sie haben mir gerade sogar. Das würde ich doch gar nicht Ihre Daten bekommen. Ich würde also gerade haben Sie mir noch gesagt, Sie melden mich jetzt an. Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail. Verstehen Sie? Ja, aber Sie dürfen mich deswegen nicht anrufen, nur weil Sie meine Daten haben. Wo ist denn das Double-Opt-In? Also müssen Sie mir exakt ganz genau nach deutschem Datenschutzgesetz sagen, wo Sie meine Daten herhaben. Erzählen Sie mal. Und wissen Sie, was noch komisch ist? Wenn man Ihre Rufnummer zurück... Da hat er wieder nichts zu sagen und legt einfach auf. Das kennt man nun mal nicht anders von den Betrügern. Sobald man sie in eine Ecke drängt, war's das. Keine Argumente mehr, da wird dann das Gespräch einfach beendet und man legt auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut gerne noch ein paar von meinen anderen Videos in der Playlist an zum Thema Telefonbetrug. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.